ein Haus in Neu-Berlin. Man nennt es Haus Abendrot. Es war der Ruin vieler guter Jungs. Von mir, mein Gott, litt ich Not. Unter Wasserversteck zu erhalten. Dringen Sie mit dem Tunnelgleiter in das Waffendepot in den Berliner Katakomben ein. Anja verfolgt Ihre Position per Transponder und gibt Ihnen taktische Unterstützung. Viel Glück, Perskowitsch. Das Wasser ist tief. William, kannst du mich hören? Du musst die Abwassertunnel durchqueren, um in die Katakomben von Berlin zu gelangen. Ich werde dich hindurchlotsen. Ich war noch ein Kind. Die Algenblüte waren voll im Gang. Bin ins Wasser, weil ich nicht auf meinen Vater hören wollte. Fühlte sich an, als würde meine Haut verbrennen. Es würde meine Haut verbrennen. Sagte, dass Insassen vor einigen Jahren versucht hatten, mit ein paar Wertsachen im Gepäck durch die Kanalisation zu fliehen. Sie sind nicht sehr weit gekommen. Bereiche könnten für den Tunnelgleiter zu schmal sein. Du wirst schwimmen müssen. 13 Jahre alt, fiel in den Teich bei den Stellen. Danach klebten an meinem ganzen Körper Blutegel. Schmierig, schmutzig, Blutegel. Großmutter gegeben hat. Es gehörte meiner Cousine Ramona. Sie hat mit uns in der Klinik gearbeitet. Sie ist tot, aber sie hatte viele Geheimnisse. Und es gab niemanden, dem sie etwas anvertrauen konnte. Darum hat sie alles aufgeschrieben. Ich sende dir die Tagebucheinträge an dein Audiologbuch. Wenn du Zeit hast, hör doch mal rein. Der Bereich, in dem du jetzt bist, ist schon länger außer Betrieb. Aber man kann die Anlagen sicher noch manuell bedienen.
heraus, wie du zur Plattform auf der anderen Seite gelangen kannst. Musst du schwimmen. Du hast die Katakomben fast erreicht. Mit 11 bin ich über den Fornisee gekrault, war eine Wette um 10 Soldaten. Aber der war nicht so dunkel. Bei den Stellen. Danach klebten an meinem ganzen Körper Blutegel. Bin ich in den Brunnen hinabgetaucht, um Vaters Uhr zu finden. Aber der war nicht so tief. Direkt über dir liegen die Katakomben. Es gibt dort einen Aufzug, der dich direkt ins Waffenlager bringt. Sie sind nun im Wachdeck. Dies ist
Phase 2 des Plans, Zugang zu Sets unter Wasserversteck zu erhalten. Im Munitionslager gibt es einen Güterzug, der voll beladen ist. Handfeuerwaffen, Artilleriegeschosse, Torpedos. Alles, was das Regime für die Versorgung seiner Streitkräfte braucht. Diesen Zug werden sie kapern. Die Handfeuerwaffen sind für unsere Kämpfer. Aber das eigentliche Ziel sind die Torpedos. Damit können sie ein U-Boot des Regimes übernehmen. Doch alles der Reihe nach. Kapern sie zuerst den Zug. Den Zug und fahre damit von dort nach Norden, zum verlassenen Bahnhof. Unsere Leute werden an der Station auf dich warten. Klaus hat ein weiteres Informationen.
die Eisenbahn, Captain. War doch ein Spaziergang, oder? Nein. Okay, nun, ich mach mich an die Arbeit. Ein Bekannter von mir macht die Transportfahrten zu den Schiffswerften. Alles klar, Horst? Du, nimm nicht zu viele Kisten, sonst merken sie, dass etwas nicht stimmt. Ja, klar. Die versorgen die U-Boote des Regimes in Europa mit Torpedos. Verstecken sie sich in diesem Torpedo hier. Horst schmuggelt ihn ins Hauptlager. Und sie wachen in einem U-Boot wieder auf. Sobald das U-Boot uns gehört, fahren wir damit zu Sets Versteck. Und falls ihnen Matrosen in die Quere kommen, Peng Peng, gute Nacht. Luftlöcher. Okay, Johnny. Und dann mal rein in den Torpedo. Wenn Sie an Bord des U-Boots sind, bringen Sie dieses Ding in den Funkraum und lassen Sie die Antennenboje steigen. Wir brauchen Funkkontakt. In der Dunkelheit verschwinden die Träume. Sie sind weit weg. Im Moment vermisse